Resonanz ist einfach gigantisch. Die Interessenten, Baubehörden, Architekturbüros haben bereits erkannt, dass neben dem typischen Raumklima wie zum Beispiel Licht oder Akustik auch die Lüftung eine wesentliche Rolle einnimmt für den Lernerfolg. Welchen Benefit versprechen sich die Bauämter? Ganz einfach. Die Senkung des CO2-Spiegels oder des CO2-Levels bringt natürlich höhere Konzentrationsfähigkeit bei den Schülerinnen und Schülern, als auch die Aufmerksamkeit. Das Ergebnis daraus, lebendiger Unterricht, es bleibt mehr hängen, der Lehrer hat mehr Spaß am Lehren und somit auch Erfolg für die Schüler. Im Bereich der dezentralen Lüftungstechnik zum Beispiel spielt unter anderem auch die Integration der Architektur eine wesentliche Rolle. Und hier gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Lernerfolg durch Luftqualität. Die Firma Trox. Danke.